Yay. Ja, außer es ist querschnittsgelähmt, dann kann es nicht mehr gehen. Exoskelett. Oder später geht's wieder. Ich lebe die Technik. Kisten habt ihr die. Ja, War das, Kisten. man arbeitet momentan an einem künstlichen Rückenmark? Oder irgendwie sowas an der Art? Ich habe da irgendwie Oh, sowas mal Scheiße. mitbekommen. Das wollte ich nicht da bauen. Bestimmt. Das soll doch verdammt teuer und aufwendig sein, weil dann einmal die Kom Ich habe mich da auch nicht komplett dran durchgelesen. Ich habe da auch nur so ein Teil mit überflogen, das ist auch schon etwas länger her. Aber angeblich sollte damit deinen kompletten Rücken irgendwie, also die Wirbelsäule, soll da zum Teil ersetzt werden können. Wie und was, keine Ahnung. Dafür bin ich kein Arzt. Nicht? Zum Glück haben wir doch Hengsten van Kuchen hier. Dr. Hengsten, was sagen Sie dazu? Er ist tot, Jim. Nee, mir geht's eigentlich noch gut. Warum muss ich da jetzt gerade an Ratte der Kokosnuss denken? Oh Mann, bringt eure Toten raus! Hier, ich hab euch von euch. Was? Wieso? Nein, der lebt doch noch. Mir geht's doch ganz gut. Ach komm, kannst du dich irgendwie ein Auge zudrücken? Mir geht's ganz gut. Ich glaube, ich könnte spazieren gehen. Nee, das versaut mir das Geschäft. Zudem muss ich noch zu den Jamesons rüber. Oh Mann, und, ey, der eine opfert da noch auf der Schulter rum. Ja, ich weiß nicht, ich bin da so. Ich habe ja zwei Sterne, Lies. Du könntest ja auch Jäger machen. Die Fauna ausrotten. Beispiel. Ja, ich kümmere mich schon um die Flora. Hey, ich bin gerade im Überlegen. Wenn ich jetzt zwei Sterne hätte, könnte ich ja zwei verschiedene Sachen machen. Das heißt, ich könnte irgendjemand noch mit bei helfen. Ach, wir haben so viele Berufszweige. Du hilfst Ja, uns aber an, willst du die dem du dann dir dazu selbst kommen? hilfst. Arme Spinne, erfriert hier. Ich denke mal, am Anfang ist es schon, also wäre es am sinnvollsten, entweder Steinmetz und oder Holzfäller doppelt zu besetzen. Das brauchen wir doch die ganze Zeit beim Produzieren. Also das Sammeln, ich bin jetzt einmal herumgelaufen, habe mein Inventar vollgeladen, wir haben jetzt Essen für die nächsten paar Wochen. Also da braucht man eigentlich keine zweite Person. Aber Wie öffne bei ich nochmal Holz dieses blöde Buch? Z Z. waren die Skills. Ah, da. Okay. Ne, gut, dann würde ich vielleicht schon mal den Kassettgeldern dann helfen beim Steine kloppen. Oh no! Da wurde gerade ein Meme Was? gemacht aus unseren. Ne, sorry, ne, ich bin darauf. Ich habe gerade gesehen, in Discord ist was gepostet worden auf unserem Server. Jetzt hat jemand einen Comic aus unseren Screenshots von gestern Abend gemacht. Ach Geil, so, okay. Sprechblasen. Wie nice. Wahrscheinlich von Arkia, kann das sein? Genau, ja. Wieso, wieso nimmt er jetzt die Sternchen, dieses blöde. Sogar mit Effekten. Jetzt hat er schon drauf gemalt. Oh, wie süß. Warum kann ich jetzt den Stern nicht ersetzen? Hallo? Ich möchte Stern setzen. Seven, wir brauchen was zu essen. Können wir das alle Ja, verraten? das Zelt, da ist alles voll mit Essen. Am besten isst du nicht nur eins, ess verschiedene, ess auch von den Bohnen und von dem Rüben, weil die geben dir zum Beispiel sehr viel Fett und Die Protein und so ein sollten Zeug. gekocht werden, also verbrannt. Willst Kohle essen? Ja, heißt doch Chart. Chart ist doch, glaube ich, verbrannt. Keine Ahnung. Also was können wir eigentlich
Ah, geil. Oh, da kommen jetzt gerade voll die Ideen, was ist für den RP-Server, dass man halt so Screenshots macht extra dafür, um so eine Fotostory draus zu machen, so, keine Ahnung, wie in Zeitschriften, Versprechblasen und sowas. Oh Gott. Um es mit Special Effects, weil das ist ja ganz easy, da drüber zu gehen, mit so ein bisschen mit so Effekten, also mit Magie, dass es wirklich aussieht, als hätten die Charaktere wirklich gerade Magie, dass man das nicht nur so sagt. Aber da könnte man echt coole Sachen noch mitmachen. Seven freut sich. Ja, es ist super. Er hat hier oben in seine Hütte gebaut. Kommt drauf an. Eins der Zelte oben ist mir. Timber! Meinst du ja deine Zelte? Ach, du willst jetzt durch den Berg kloppen? Was? Ja. Ne, ich mein Kassettka. So. Ne, ich dachte, du machst jetzt hier vielleicht so eine Wendeltreppe mäßig hier vorne, das nach unten ins Tal. Aber gut. Ne, je sehr tiefer wir in den Stein kommen, umso bessere Herz kriegen wir. Okay. Außerdem will ich zur Küste. Zur Küsterin? Ich glaube, wenn Niki unser Koch wäre, dann würden wir wahrscheinlich ständig... Hast du jetzt Stein geskillt? Jo. Drin haben. Okay. Ja. Dann kommt da, keine Ahnung, haben wir dann irgendwie so eine super Suppe und dann schmeißt er ja noch, keine Ahnung, noch einen Fliegenpilz rein, um uns noch dabei zu vergiften oder sowas. Ja, alles ganz toll und ganz zum Schluss wirft er noch, wie gesagt, den Fliegenpilz rein, um dann wieder alles zu ruinieren. Ha? Das Zeug kannst du hier ab, drauf machen, reinmachen. Rechtsklick. Du hast doch Steine aufgesammelt. Achso, ja. Und wenn das Ding voll ist, kannst du es aufmachen und dann ins Große einfach drüber verschieben. Aha. So, war das sind jetzt 4. Das hieß also jetzt schon, das nächste fällt runter. Theoretisch. Sind es schon 4? 1, 2, 3, 4. Ja, das nächste. Das du gerade freigelegt hast. Habe ich hier 1, 2, 3, 4. Ja, sieht soweit so gut aus. So, hier oben ist auch noch ein Stockpile, sehe ich hier gerade. Ganz viel Stein und Erde, aha. Ich brauche Alkohol. Das ist immer gut. Ich habe ein Bier neben mir stehen. 25 von denen hier. Eine Flasche Wasser. So, ja, du hast erstmal alles wegsortiert. Also hier in den 3 Kisten müssen wir reingucken. Das eine ist nur Obst und Gemüse, das andere sind halt die Samen. Und in der letzten Kiste habe ich den Grünschnitt und die Pilze und das rohe Fleisch reingeworfen, weil sonst ist nämlich in der anderen Kiste kein Platz mehr. Jetzt treiben wir gerade mal ein bisschen Terraforming. Ja, das kann da. So. Oh, hier wächst ein kleiner Baum. Hat jemand einen Baum hier gepflanzt? Nö, ich habe hier die Bäume gefällt und auf einmal drehte ich mich um, auf einmal stand das Ding da. Oh, den müssen wir dekorieren, das ist unser Weihnachtsbaum. Was? Wir haben mal gerade Spätsommer. Oh, er ist so süß. Ganz klein. Oh. Hier, der hier. Ich könnte so ein paar Tiere legen und dann die Eingeweide so den Darm drumherum so, als Gelande. Ich wollte gerade sagen, als Gelande so den Darm so drüber schmeißen. So oder die so. Augen und Nieren, so als Kügelchen. Okay, Hau rein. Bye, have a great time. Wörtlich oder? Bitte? Was? Wortwörtlich reinhauen oder?
Wollen wir denn hier so eine Werkbank für Werkzeug herstellen? Ja, da wo ich gerade stehe. Am Holzmoped. Bei mir gehen immer 1000 Pop-Ups auf, wenn ich irgendwo mit dem Cursor drauf gehe. Ja, das geht mir auch so auf den Sack. Dann kann ich klicken, muss ich irgendwo anders hingehen. Hat wer Carpentry 1? Carpentry? Und sind wir alle gerade an derselben Position? Ich glaube ja. Wieso fragst du? Rede mit uns. Weil rein theoretisch müsste ich Carpentry machen, weil ich ja hast eben... Hast du schon Carpentry? Die erste Stufe hier, um überhaupt Holz sammeln zu können, ja. Aber nicht. Holz. Aber das, die Carpentry habe ich mir noch nicht freigeschaltet. Das müsste ich erst erforschen. Ja, wir den brauchen wir erst ein Research Table. Dann baue ich mal was. Ansonsten könnten wir uns mal kurz ins die Haier legen. Und dann? Eine Minute warten und dann werden die Bauaufträge durch, die ich aufgegeben habe. Mensch. Zelt ist weg. Jetzt ja, haben wir noch gerade abgebaut. Weil hier, es stört gerade hier. Ich habe aber alles rausgenommen vorher. Ja, kuscheln. Hier unten ist halt unser Lager. Achso, ihr wollt schlafen? Ich wollte nur gerade was essen erstmal, weil mein Typ hier halber... Ach ja, ist ja nicht mal im Zelt, ist jetzt in den Kisten hier. So, nein, das ist nicht... Komm, kuscheln. Einen Moment. Ich muss gerade erstmal aggressiv... Ich will real life auch was essen, wenn ihr da knuspern seid. So, also dann alle wollen Hayabobo machen, also komme ich mal mit Hayabobo. So, sleep. 2 von 4 Citizens am Schließen. Ja, Pfannkuchen fehlt. Was? Ja, 2 von 4. Es fehlen 2, die noch nicht aktiviert haben. Jetzt fehlt noch einer. Pfannkuchen, drück mal aufs Zelt, aufs Bettchen. Auf E. Was? Geh mal. Bettchen, E drücken. So. Der Asteroid ist aus. Ja. Wollen wir jetzt warten? Okay. Wake up. Oh, ich hab schon wieder einen Stern. Ich hab schon wieder fürs Rumliegen habe ich jetzt gerade einen Stern verdient. Cool. Läuft. Wie im echten Leben. Ja. Das ist ein Fleißbienchen. Ich betreibe hier noch ein bisschen Terraforming. Neben meins. Wo wollt ihr das Haus aufbauen? Gute Frage. Ich mal. Hä? Was machst du da? Terraforming. Aber dann auch nicht gegen die Steinwand. Doch. Was? Nein, da kommt doch nichts kaputt. Ja, dann könnt ihr das wieder umlegen. Ja, die Arbeit kann ich mir auch sparen, wenn das etwas lässt. Nein. Hä? Ein Auftrag ist noch nicht durch. Wahrscheinlich meiner. Machete und Sense. Crunch, crunch. Oh. Oh. Ja, nee, ich habe gerade noch bekommen den neuen Trailer zum nächsten Kingsman-Film. Und es
Ne, ich sag da noch nichts zu. So. Haben wir hier ein bisschen Platz wieder. Verprügelt hier irgendwelche Baumstümpfe. Ja, da war ein Weg. Warum kann ich das Holz jetzt da nicht verwenden? Gott gebaut. Machete wird hier gebaut. Ja, die ist für mich, damit ich kann. Du müsstest bei der Machete nochmal auf einmal auf Work klicken, damit er das letzte bisschen nochmal macht. Nee. Geht weil der nicht. Stein fehlt. Ja genau, da fehlt Stein. Ich hol dir welches. Mach dir das schön. Mal. Ich meine, hier ist ja extra das Ding hier, wo Stein eigentlich hinkommen sollte. Ich habe zwei Sterne, die ich verteilen könnte, aber nicht, was ich machen sollte dafür. Kannst du die Erde, falls du noch welche umlegst, in Stockpile buddeln? Gerade bin ich nicht am Formen. So, wenn ist fertig. Wenn ich wieder dran arbeiten sollte, irgendwo was umzugraben, dann werde ich dran denken. Okay. So zumindest. Ah, warte, ein Research Table braucht ein Haus, ne? Ja. Ah, okay, deshalb die Frage auch, wo wir unser Haus hinbauen wollen. Ich würde sagen. Jeder sein eigenes oder können wir einen so gemeinsam machen? Also, mein Vorschlag wäre ja eigentlich, dass wir zwar mehrere Gebäude bauen, allerdings mit verschiedenen Nutzen. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Was gibt es denn da so Schönes zu naschen? Wer auch immer gerade am Rumcrunchen ist. Creamies? Nein. Die sind leer. Ich habe hier Dinkelbiskotti. Prinzipiell so wie Cantuccini. Das sind diese italienischen Mandelbiskuit-Dinger, die so steinhart sind, wo du dann essen kannst. Dass er würden das. Streifen geschnitten werden. Das erklärt das Gecruncher. Ja. Das war so lecker. Hey, du, hab ich noch nie gegessen. Ja, ja. Das sind meine anderen drei Kisten, ne? Waren das nicht drei? Ich hab mir eine geklaut. Achso. Okay. Solange ich keine Dings mehr bauen kann, Sackkarre. Wie heißt das Ding mit den einen? Schubkarre. Wo sind ja, genau, die Erze gelandet, die ich schon mal gesammelt hatte? Noch bei mir unten im Stockpile. Im zweiten, was unten da steht. Ah, da. Hier kommt nichts weg, keine Sorge. Oh, Seth, klau das Essen und wir gehen stiften.
Was? Solange die unter Tage sind. Entschuldigung, ich hab mich verschluckt. Timber! Boah, kein Stein. Oh, ich hab schon wieder einen Stern. Ja, wie soll ich... Stern. Wie soll trägt er deinen Namen? Trägt. Das ist nicht unser schon, Steinlager, Kasatka. Ja, dieselben blöden Dinge. Sehr schrecklich. Ich bin aber immerhin noch dein Schrecken. Der die Nacht durchflattert. Okay, jetzt erstickt sie schon. Das ist zu viel für sie. Die bittere Wahrheit holt sie jetzt ein. Pfannkuchen, reparier mal dein Werkzeug. Wieso? Pfannkuchen? Es geht doch noch. Nee, du verbrauchst tonnenweise Kalorien damit. Ja, du verbrauchst jetzt dreimal so viel Kalorien pro Schlag. Geht ja noch. Das ist halt eben nicht wie in den üblichen Survival-Sachen, wenn man Werkzeuge hat, dass diese Dinge einfach verschwinden, sondern, ja. Seven, du hattest Koch? Ja. Kannst du dann die ganzen Beans und sowas kochen, bitte? Und klar diese... Beans? Das Niki, bist du es? Es gab tatsächlich... Oh Mann. Ich muss mich gerade tatsächlich an Niki erinnern, wie er dann... Ah, wie war denn das? Er war mit uns in einem Call, also einem Gespräch. Jared Beans? Und nein, dann, nee, auf einmal, dann haben wir auf einmal irgend so ein Raspeln gehört, irgend so ein blecherndes Raspeln. Dann haben wir gefragt, Niki, bist du das? Ja, ja. Was ist denn das? Ich esse Bohnen. Aus der Dose? Ja, ja. Mit der Dose. Kaska, meinst du Jared Beans? Jared Beans? Alles shared. Onions, Tomatoes, okay. Die roten Rüben. Ist irgendwie eine Möglichkeit zu sagen, Maximum herstellen, bitte? Bei Order? Mach lieber 20er Pakete, weil wir brauchen verschiedene Sachen. Okay. Ansonsten müssen wir eine Stunde warten, bis eine Nahrungsgruppe fertig ist. Ach ja. Arbeitssicherheit, was ist das? Wir kloppen einfach drauf. Ja, cool, wenn die Rezepte, wenn man die irgendwie filtern könnte oder so, oder? Zum Beispiel Gemüse, Obst, Fleisch. So schneller finde. Blöde Frage. Ach, soll ich anfangen, einfach schon mal eine Hütte zu bauen? Ja, wir brauchen für die verschiedenen weiteren Technologien auch mit den Innenraum, damit wir die Dinge aufstellen können. Deswegen ja, ist halt eben die Frage, ob ich schon mal damit anfangen soll mit einer Hütte. Ja, nein, vielleicht. Ernsthaft, das ist zu weit? Mist. Ja, ich sag einfach mal ja im Namen aller anderen. Ja, ich wollte gerade sagen, also das Schweigen fasse ich jetzt einfach mal hier auf. So, wo baue ich denn unser Häuschen denn hin? Ich komme gleich mal zu dir und gib die Anweisung. Man könnte hier oben das mal ebnen, dann könnte man hier nämlich ein Haus bauen. Eine Heuchle bauen. Boah, diese Pop-Ups, ne? Ich kann nicht auf Work klicken, weil immer wieder so ein behindertes Pop-Up vorkommt. Und wieder. Ah, oh, weg, geh weg. Das ist ätzend, wa? Ja, es ist genau da, wo immer der Knopf ist. Hier oben habt ihr nur Steine, okay. Und Holz. Ihr habt verarbeitetes Holz. Warum? Ja, hab ich einen Auftrag gegeben. Wo? Mann? Hä? Achso, bei der Werkbank. Okay, warte mal, dann. Okay, ich bin Essen am Zubereiten, so viel wie es geht. Also die Schlange ist voll, mehr geht nicht. Ja. Scott, du möchtest wissen, wo das Haus hin soll, unser erstes? Ja. Also, unten ist unser hässliches Lager. Ich würde sagen, das Dorf bauen wir hier drüben auf. Also da drüben auf der Eisfläche.
Ja, am besten hier oben irgendwo, wo Platz ist. Also hier oben. Ja. Okay. Weil ich hätte gerne mein Häuschen später hier hinten in dem Biom mit den ganzen Blumen. Also nicht in dem hier, sondern hier unten dem mit den. Ach, wie nennt man diese Pflanzen, diese Blumenart? Uff, Hütchenblumen. Keine Ahnung. Fingerhüte. Blümchen halt. Ja, aber diese hohen. Ja. Die haben irgendeinen Namen, ich weiß das jetzt noch nicht mehr. Wir nennen es einfach Blume. Blümle. Blümali. Also, ich versuche den Anfang zu bauen hier. Aber hier erst. Meinst du es? Wird das hier flach oder was war das für ein Haus? Wo die Werkbank. So ein Haus, wo jetzt die Werkbank eigentlich reinkommen soll. Hier, Research Table. Aber ich weiß nicht, ob die Fläche groß genug ist. Wo denn? Auf eurer Mine. Ach, da. Kubikmeterzahl war, glaube ich, 25. Das wäre 9. 3 mal. Das sind dann weniger. Zu viel, zu wenig, ja. Okay. Außerdem muss der Holzboden ein Holzboden sein. War noch ein Holzboden? Ja. Okay, dann muss ich wohl. Muss ich also erstmal den Boden ausheben, dass wir dann überhaupt erstmal. Ja, du kannst den Boden einfach hinten dran runterwerfen, dass wir hier das einfach erweitern. Achso. Ja, aber trotzdem müssen wir für den Holzboden müssen wir den ganzen Boden wegfräsen. Nee, machen wir es anders. Wir machen es anders. Wir werden das Ding so halb in die Luft bauen. Ach so, ja, kann man denn auch Treppen bauen? Ja, kann man auch. Okay, dann hat sich das auch. Nee, ich meine quasi hier, ebenerdig hier, damit man hier eine Art Keller hat. Ach so, meinst du das? Okay. Das geht statisch? Geht nicht. Doch, geht. So, Place Block. So, dann wäre hier der erste Boden. So, was war das noch? 25 war die Fläche, ne? Das Volumen war 25. Ja, sag ich doch, Fläche. Nicht Volumen, Fläche. Wieso Volumen? Wir brauchen ein Volumen für den Tisch. Die Fläche ist 2 Felder, aber wir brauchen ein Volumen von 25. Okay. Also, dann sag doch mal A mal B mal H. Länge, Breite, Höhe. So. Egal, ich baue jetzt einfach irgendwas so schnauzvoll. Ist mir jetzt egal. Es wird schon. Ich grab da mal hier oben das Plateau ein bisschen 1, 2, 3, um. Wenn wir Platz 4, haben. 5 und 1 da dran. So. Hier. Da noch eine Wand. So. Ich baue unsere Grundfläche jetzt einfach mal. Also wir brauchen noch sehr viel bearbeitetes Holz. Dann nehmen wir mal das noch mit. Nein, oder nicht hin. Wir sprengen einfach mal die Gesetze der Physik. Geil. Mit Sprengstoff oder einfach so? Einfach so, weil wir es können. Oh, ich bin zu hungrig. Ja, es müsste jetzt was Gekochtes tatsächlich auch da sein. Du kannst auch direkt von dem Zelt hier oben zugreifen, Scorp, du musst runterlaufen. Sicher? Ja, du hast doch von hier aus Zugriff auf die anderen. Nicht auf alles. Deswegen, die Dinger müssen, wenn man zugreifen möchte, muss man schon drauf zugreifen. Deswegen renne ich jetzt runter. Ja,
den Zelten jetzt hier nicht, aber ansonsten hast du alles. Und die ganzen Kisten her. Oh, gut. Skorpion? Ja. Bau das Ding so, dass du immer einen Abstand, ein Feld Luft verlassen kannst. Also quasi wie Säulen. Ja, ja. Können wir später machen. Beans. Ja, sind aber, wo sind die denn? Die liegen gerade im Grünschnittkiste, die sind dann irgendwie, die werden irgendwie komisch einsortiert, weiß auch nicht warum. Grünschnittkiste? Da wo das rohe Fleisch liegt und diese Tannenzapfen. Ja, ich muss aber so gucken. Na, ist bereits perfekt. Du kannst doch, du musst einfach nur dein Zelt anwählen, dann hast du doch die Übersicht über alle anliegenden. Ja, aber ich glaube auf Kisten, auf eigentlich normale Kisten kann man glaube ich nicht zugreifen, aber doch. Doch, ich hab doch gerade gegessen. Ich stehe an einem Zelt und habe durch das Zelt in die Truhe gegriffen und daraus den Boden gegessen. Ja, alles gut. Storage Chest, da haben wir es doch. Bündchen. Genau, sehr schön. Aber Junge. Lecker essen, ja geil. So, ich kann weiterbauen. Weiterarbeiten. Was tut es? Es atmet. Kasatka, ist zwar sehr schön, dass du mir helfen möchtest, aber was soll das? Was meinst du? Das Teil hier oben sieht mega scheiße aus. Diese Blöcke da oben. Es sei denn, du willst da noch eine Etage drauf bauen. Warum sind hier irgendwie... Wir können da noch eine Etage drauf machen. Warum? Was, sollen das hier Fenster werden, oder was? Nee, das sind... Ich will im ersten Moment quasi Material sparen, sprich, und man kann sie auf diese Weise freilassen, damit es immer noch als Haus zählt. Aha. Denn Geflogenheiten beim Echo bauen. Doch kein Thema. Später können wir es problemlos umbauen. Ja, ich finde es halt nur. Keine Ahnung, ich. Wenn ich irgendwas mache und mir da irgendjemand reinfuscht, dann reagiere ich persönlich immer so ein bisschen allergisch. Das ist halt eben so die Sache. Ich nehme das Dach runter. Können wir ein normales Dach drauf machen? Ich will nur schnell den Forschungstisch drin haben. Ja, deswegen will ich halt einen Raum bauen. Warte mal, so. Wo war ich denn jetzt? Jetzt bin ich total aus dem Konzept. So. Yay. Etwas heute hingekriegt. Boah. Nein, falscher Knopf. Ich wollte einen Stockpile. Ich einen Stockpile in Auftrag gegeben. Brauchen bearbeitetes Holz. Na, dann gebe ich noch ein paar Mal welches in Auftrag. Uff, jetzt ist so viel in Bearbeitung. Fenster dürfen maximal nur 2 breit sein. Ja, ich bin ja noch nicht fertig mit Bauen. Ich brauche erstmal Holz. Ich habe dir nur eine Information gegeben, damit es, ja. Ich hätte auch eh keine Fensterwand gemacht oder sowas. Also es ist. Ich achte schon ein bisschen auf Ästhetik beim Bauen. Ich baue gerade Plateau um, damit hier oben die Ästhetik stattfindet. Okay.